Also der Rucksack hat 16 Kilo inklusive 2 Liter Wasser und Essen für 5 Tage. Schauen wir mal. Ist das geil oder ist das geil? Sonnenplatz. Ein Platz an der Sonne. Prost. Lass mal eine Runde schwimmen. So, kurzes Fazit. Wir haben es jetzt 19.25 Uhr. Seit heute Morgen um 9. Schätze ich 35, 36 Kilometer. Jetzt nochmal baden gewesen. Den Schweiß des Tages abgespült. So, mein Setup steht. Herrlich. War ein schöner Tag heute. Es ist jetzt 21.30 Uhr, jetzt wird geschlafen. Gute Nacht, bis morgen. Ciao. Guten Morgen. Bin jetzt erstmal eine Runde geschwommen. Es ist herrlich. Zweites Frühstück. Es gibt hier ein kleines Rinnsal. Das habe ich gerade reingekotzt. Mir eine Vertiefung geschaffen, um Wasser filtern zu können. Ich habe nämlich kein Wasser mehr. Die 2 Liter von heute Morgen sind alle. Und wir haben es jetzt gefühlt, weiß nicht, über 30 Grad. Ja, jetzt muss ich warten, bis ich die Sedimente gesetzt habe. Und dann werde ich filtern und meine Vorräte wieder auffüllen. Bis gleich. So, alles voll. Das nehme ich mit für unterwegs. Ja, schweißtreibende Angelegenheit. Weiter geht's. Der zweite Tag autark fast vorbei. Wir haben es jetzt kurz nach 5:30. Ja, jetzt geht's noch ein bisschen wandern, so 3-4 Kilometer
Schlafplatzsuche, genau. Weil wir suchen uns noch einen Schlafplatz. Und ja, dann wird aufgebaut und die Nacht verbracht. Und dann ist auch schon der zweite Tag autark rum. Wassersuche hat sich jetzt im letzten Teil relativ schwierig gestaltet. Also wir sind wirklich die letzten Kilometer mit null Wasser gelaufen und keine Quelle in der Nähe, also haben wir die große Quelle genommen. Diese da funktioniert hervorragend. Also, wir laufen jetzt noch mal ein bisschen weiter, suchen einen Schlafplatz und dann schauen wir mal. Es fällt mir gerade ein, wenn man der Esselrucksack, den ich habe, also zum Teil. Und jetzt am zweiten Tag merke ich eigentlich gar nicht mehr, dass ich einen Rucksack trage. Also nachdem mir gestern die Schulter wehgetan hat, aber man muss sich halt erst einlaufen mit jedem Equipment. Und wenn man sonst keine Rucksäcke trägt mit so einem Gewicht, ist klar, dass einem dann irgendwann mal die Schulter wehtut. Aber jetzt in dem Fall super Teil. Carlos, danke, von dir kam die Empfehlung damals. So, und jetzt gehen wir ins Schlafplatz zu. Hier waren Buschkrafter am Berg. Ja. Rinde geerntet. So, wie sich das gehört. Dafür gibt es einen Daumen. Die Schlafplatzsuche am zweiten Tag gestaltet sich dann doch etwas schwieriger, weil wir kriegen ein massives Gewitter. Seit einer halben Stunde donnert es. Ja. Und 50 Meter in diese Richtung ist dann so, ja, zwei Bänke mitten im Dach drüber. Was ja immer noch besser ist als gar nichts. Oder mit einem Biwaksack auf freier Fläche bei Gewitter oder im Wald. Hm? Ja, und jetzt sitzen wir hier und warten, bis die letzten Hundebesitzer ihre Hunde Gassi geführt haben und wir uns dann dort ein bisschen einrichten können. Zeltplane spannen. Ja. Ansonsten sind wir durchgeschwitzt. Es ist richtig, richtig, richtig schwül. Also insofern gehe ich aus, das wird ein richtig, richtig, richtig heftiges Gewitter. Ich melde mich später wieder. Okay.